Moinsen, das sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal starten. Die dunkle Wende. Na dann, Zeratul, alter Freund. Du hast also deine mysteriöse Prophezeiung bekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was deine Bewahrer daraus gemacht haben. Meine Mission zur Entschlüsselung der Prophezeiung führte mich zur verbotenen Archivwelt von Sakun. Warum verboten? Hier bewachten drei unsterbliche Bewahrer das uralte Wissen. Nur sie konnten die Fragmente der Prophezeiung deuten. Ich musste sie so schnell wie möglich aufsuchen. Okay. Sonden sind die Arbeitstiere einer Protoss-Basis. Sie bauen Ressourcen ab und warpen Protoss-Gebäude heran. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, diese kleinen Dinger. Die können aber auch angreifen. So ein Ding gibt's als Haustier in Diablo 3, wenn man die Collector's Edition kauft von Legacy of the Void. Es ist ungewöhnlich still hier. Doch diese Strukturen sind intakt. Mit Energie wären sie einsatzbereit. Kleines schwarzes Loch da. Gebäude heranwarpen. Nexus ist ja dieses Hauptteil, ne? Primärgebäude, dient als Abgabestelle für eingebaute Ressourcen. Assimilator wird über ein Vespin-Gesicht herangeworpt, um die Förderung von Vespin-Gas zu ermöglichen. Ja, assimiliert halt, ne? Pylon heranwarpen, bietet Versorgung, ermöglicht mehr Einheiten heranzuwarpen, mit in der Nähe befindliches Gebäude oder Energie. Okay. Fortgeschrittenere Gebäude. Warpknoten, Warp-Bodeneinheiten her, Schmiede, bietet Upgrade-Möglichkeiten für Waffen, Panzerung, Schilde aller Protesteinheiten und Gebäude, okay. Kybernetikkern. Bietet Upgrade-Möglichkeiten für Waffen, Panzerung von Protoss-Lufteinheiten, die Warp-Tor-Technologie. Aha. Photonenkanone, primäres Verteidigungsgebäude. Ja, das kennen wir ja schon. Und was ist hier? Ein Zirkel des Zwielichts. Bietet Upgrade-Möglichkeiten für Berserker und Hetzer. Aber ist interessant, was die so alles können, ne? Geister der Bewahrer sind ganz in der Nähe gefangen. Wir müssen sie finden. Berserker ist also ein mächtiger Nahkämpfer. Und Hetzer kennen wir ja schon, Unterstützungsfernkämpfer. So, das ist hier Verteidigungskrempelage. Schmiede. Erhöht den verursachten Schaden von Bodeneinheiten. Finde ich gut. Verbessert die Panzerung der Schilde der Bodeneinheiten. Verbessert die Schilde aller Einheiten und Gebäude. Mein Leben für Ajur. Unterstützen wir Lebensadern einer Protestbasis, da sie einem Energieradius erschaffen, der Gebäude mit Energie versorgt, gleichzeitig die Versorgung erhöhen, mehr Einheiten herangeworben werden können. Also es ist quasi ja, so eine Art Induktionsfeld rundherum. Ne? Gebäude zum Heranwarpen von Bodeneinheiten. Ein Warpknoten ermöglicht Bodeneinheiten wie Berserker und Hetzer.
Ja, das habe ich mir nun beinahe schon gedacht. Es befinden sich viele verlassene Gebäude an diesem Ort, die wir nutzen können. Sie müssen lediglich durch den Bau gut platzierter Pylonen mit Energie versorgt werden. Die Bewahrer, die ihr sucht, dienen nun einer höheren Macht, dunkler Krieger. Basis wird angegriffen. Einer höheren Macht? Was könnte diese Protoss derart verdorben haben? Wahrlich, etwas abgrundtief Böses muss von diesem heiligen Ort Besitz ergriffen haben. Zirkel des Zwielichts, es erhöht also die Fähigkeiten von denen hier. Genug, meditieren! Ja. So, der arbeitet noch. In den Schatten. In den Schatten. Kalt ist die Leere. So, und du kleines niedliches Ding, baust du mir noch so eine Photonenkanone hin? Also sobald wir wieder Kohle haben. Scheinbar haben wir die gerade nicht. Ha. So, die anderen Strukturen, dann geh du mal mit denen mit. Du hältst zwar nicht viel aus, aber du kannst mithelfen, ne? So. Mein Leben für Ajur. Wir sind die Klingen Ajurs. So. Ich hoffe, dass nicht bei 5 Minuten wieder irgendwas passiert, weil immer nach so einem gewissen Timer passiert ja immer irgendwas, ne? Ich bin das Herz der Finsternis. Ich bin das Herz der Finsternis. Vorerst. Sehr. So. Eine Roboterfabrik. Dieses Gebäude könnte sich als nützlich erweisen. Ihr seid auf mich angewiesen. Huch, was ist denn da nun los? Also haben wir jetzt auch quasi ein gegnerisches Protoss-Team. Na, das ist ja toll. Das. Ein Hybrid aus Protoss und Zerg? Ihr Götter, eine Monstrosität. Nee. Wer hat dieses Scheusal erschaffen? Das ist, würde ich mal sagen, quasi. Wie soll ich sagen? Upgrade durchgeführt. Das ist, das müsste so eine Art Xel'Naga sein. Ne? Weil das ist halt eine Mischung aus diesen beiden Rassen. Reinheit, ne? Also die Reinheit der Essenz und die Reinheit der, was weiß ich, das andere war. Ne? So. Was ist, wird da gebaut? Erneut diene ich. Ich danke euch. Mächtiger. Dieses Wissen ist verboten. Was auch immer, ein Unsterblicher ist ein was bist du? Ruhm werd ich. Schwerer Läufer. Unsterbliche sind schwer gepanzerte Läufer mit speziell verstärkten Schilden, die schweren Schaden abmildern. Unsterbliche haben einen starken Distanzangriff, können jedoch nur Bodeneinheiten angreifen. Der Roboterfabrik können weitere heranwarpen. Ich habe etwas Angst, muss ich sagen. Jetzt kommt dieses Ding hier an. Mar. Mar ist ja eigentlich ein etwas. Jetzt nervt da schon wieder jemand im Hintergrund. Das gibt's doch gar nicht. Aber das wird sowieso nur wieder jemand sein, der mal wieder mit seinen unegalen Footfingern unser ne? Dienst endet da nie. Auf die falsche Dings gekommen ist. So, und du gehst hier rum, sagst du? Gehst du hier rum? Ja. Also war es das einzig Richtige, hier noch einen zweiten zu erschaffen.
Was ist euer Beginn? Oh. Ja, der hatte schon Macht. Ja, das befürchte ich. Kommt, meine Sklaven. Es ist an der Zeit, mir eure Stärke zu geben. Der Hybrid entzieht den Bewahrern Energie, um zu überleben. Ich muss sie befreien, bevor es zu spät ist. Für Artanis! Kassadet! Okay. Erhol du dich mal. Ich dachte nicht, dass sie von allen Seiten kommen. Euer Leben ist verwirkt. Ergebt euch der Verzweiflung. Wie auch immer. Geh du mal zu dem. Mach du mal weitere. Du machst mir bitte... ein Pylon bedeutet also auch, dass ich mehr allgemein von allem, oder? Darf man mit Pylon dann auch mehr Leute denn herstellen? Darf man das? Mal gucken, ob die 34 sich dann gleich erhöht. Na dann, Dailam! Oh, 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 oh. Möge mich die Ehre leiten. Wir sind eins. Mein Leben für Ajur. Warte, warte, das Viech kommt diesmal woanders her. Das Viech kommt diesmal von dort. Ne? Basis wird angegriffen. Ja, und dann auch noch von der... Ich kann nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen, da bin ich gar nicht für. Kümmert euch um diesen Sausack. Und dann kümmert euch um den da. Feier, 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 feier. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ja. Bau einfach mal mit ab. Wir brauchen genug. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ja, ihr müsst euch schon bewegen, ne? Ich möchte gerne... euch, Aber wie schnell die sind, ne, da unten. Leider sind die sehr schnell. Heraku. Ganz wie... Ein dunkler Schrein. Sobald er wieder mit Energie versorgt wird, könnte er von großem Wert für uns sein. Was ist euer Beginn? Wir werden sehen. Kalt ist die Leere. Es hat Leere so an sich. So, die kommen wieder mal von unten. Namen der Rache. Sehr. Dunkler Templer. Zeratul, euch hat wahrlich das Schicksal gesandt. Schließt euch mir an, Brüder, und gemeinsam werden wir das Böse von diesem Ort vertreiben. Befehlt uns. Getarnte Infanterie. Dunkle Templer sind tödliche Krieger, die Nahkampftechniken beherrschen. Ihre permanente Tarnung macht sich für alle Einheiten unter Detektoreigenschaften unsichtbar. Können weitere dunkle Templer im Warpknoten heranwarpen. Dunkler Schrein. Das ist ja zum Schreien. Dunkelheit bricht herab. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Gut. Ich. Nur ein vorübergehender Rückschlag. Kommt, meine Sklaven. Es
Sklaven. Ich glaube, da haben die auch noch was mitzuentscheiden bei deinen Spielchen. So, bau da nochmal einen Schutz hin, so als äußerste Einheit, die da halt für Schutz sorgt. Ich weiß nicht, ob diese dunklen Templer jetzt unheimlich mächtig sind. Ich glaube aber Angst ist eine Illusion. 80-40. Wir stehen vereint. Es ist relativ, ne? Es ist jetzt nicht umhauend. Manche Geheimnisse müssen verborgen bleiben. Okay. Wir hindern den jetzt immer natürlich am Durchbrechen. Ich hoffe, der wird nicht immer stärker. Wird halt immer gleich sein, nämlich ein Sturmangriff. Okay. Ich möchte eine kleine Verteidigungslinie erbauen. So, ich möchte nämlich noch eine zweite Kanone. Die hätte ich gerne hier drauf. Weil dann kann ich den abziehen. So, wo lang willst du? Du Sau. Wo lang willst du? Hier rum? Okay. Dann wir sind eins mit den Schatten. Ziehen wir die hier ab. Hier in Angriffsstellung. Wir bleiben im Verborgenen. So, der haut schon ganz schön was in die Schilde rein. Muss man einfach mal so sagen. Das werden wir alles noch sehen. Sehr weise. So, ich hätte gerne noch einen dieser Unsterblichen. Die sind nämlich echt super tatsächlich. Würde dieses liebe Ding so nett sein, uns noch einfach mal einen random Pylon hier hinzuballern. Ach, Nacken. So, langsam haben wir eine Armee, mit der ich mich was traue. Ich nehme dann noch da das letzte Gebäude ein. Das wird also, die sind schon nicht schlecht, muss ich sagen, hier diese Hybrid-Dinger. Ein Mar-Detektor. Kills Hybrid-gegnerische Einheit. Ja, natürlich kann man die nicht steuern, das wäre ja merkwürdig, ne? So, und noch eine letzte Photonenkanone zum Schutz. Hier so. Dann bin ich relativ zufrieden. Du, bitte da oben mit hin. In die Roboterfabrik. Der Kampfesruhm wird unser sein. Seid schon doof, ne? Was lasst ihr euch da ohne meine Erlaubnis auf Kämpfe ein? Vor allen Dingen dann alleine wieder, ne? Naja. So. Ihr. Ich hier. Bin das Herz der Finsternis. Das klingt wie ein Lied von Enomine. So. Da eine Angriffsstellung. Da ist gleich einer dodelig. Nun ja. Ich werde meine Kräfte sammeln. Dann mach mal schön. So. Hier sind die Schilde der Bodeneinheiten, die können wir noch verbessern. Da bin ich sehr für. Alles, was geht halt, ne? Alles, was geht, um die stärker zu machen. Wie die das immer so in Würfelchen abtransportieren, hier das Gas, ne? Erneut diene ich. Erneut diene ich. Unser Dienst endet nie. Ja, das kann. Und da. So, du kleines Ding, du kommst mal mit ins Lager, weil dich nehme ich gleich mit meiner kleinen Armee mit und wir erobern das letzte Ding da hinten in der Pampa. Oder warte mal, das kannst du alleine. Ne, weil ich glaube, es gibt hier keine Viecher im Weg. Wobei ich es nur hoffen kann. Ich weiß es natürlich nicht.
Natürlich gibt's Viecher. Ja, da krieg ich jetzt einen auf den Arsch, würde ich sagen. Oder auch nicht, weil er schlau genug ist, sich zurückzuziehen. So, bau du dein Schild mal ruhig wieder auf. Wir müssen also doch mit einer kleinen Privatarmee da runter, anders geht's nicht. So, wir haben noch genug Plätze frei, aber halt auch nicht unendlich Kohle. Von den Unsterblichen ist uns aber auch noch keiner gestorben, darum sind sie ja unsterblich. Ja, so, du gehst da mal aus dem Weg, weil ich nicht glaube, dass du mitkämpfen kannst gegen dieses kleine Monster da, was da schon wieder ankommt. Hat er wieder 500, 500? Warte, ich will sehen, ob sich da was verändert. Immer 500, 500 und 250, gut. So. So, einen von uns hat er gekillt. Aber wir haben den Unsterblichen dazu. Ich glaube auch nicht, dass die Photonenkanonen dieses Ding aufhalten können. Der wird die durchbashen mit der Zeit. Also, wenn der hier unten kommt und wir ihm nicht entgegentreten. Und der braucht hier echt immer nur ein Minütchen, bis der wieder da ist. Das ist sehr nervig, muss ich sagen. So, jetzt können wir nur noch einen beschwören, dann sind wir auch wieder voll. Dann haben wir aber auch eigentlich genug. Also, ne? Die Dinger sind stark. Die Dinger können diesen dicken Schaden aushalten. Diesem kleinen Mistding. So, sind jetzt die Schilde irgendwie besser? So, ich denke mal. So. Abkommandieren. So, wir haben jetzt noch theoretisch 5 frei. Und wir brauchen nur 4 für so ein Ding. Also einen holen wir noch. Und so ein Ding braucht... Ah, die brauchen immer gleich alle 2. Okay. So, du willst unten lang? Habe ich mich schon gedenkt. Habe ich mich das. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich wollte mich mit der Zeit stärker machen. Also ich wollte warten. Weil ich mir sage, ne? Im Namen der Rache. So, das wird hier gleich spaßig. Basis wird angegriffen. Lol. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So, zerfickt. Habe ich gesagt, ihr sollt bis nach Kalamakuka laufen, um euch da zu kloppen? Habe ich nicht. Wir bleiben im Verborgenen. Unglaublich ist das manchmal mit denen. Nun gut. Aber gut. Ich werde mich sowieso um die kümmern müssen. Ganz wie ihr wünscht. So. Wollen wir die doch mal so ein bisschen zerstören, ne? Haben wir die erstmal dick in den Arsch getreten. Müssen uns jetzt aber wieder diesem kleinen Biest da stellen, was da schon wieder antappst. Über Umwege. Im Namen der Rache. Im Namen der Rache. So, und noch einen Unsterblichen dazu. Wir sind eins mit den Schatten. So langsam wird das, ne? Faszinierend. Ich hoffe, der kommt uns da nicht zu nahe.
Ganz wie stellt euch bitte mal hier in den Weg. Kommen die noch rechtzeitig an, die Dicken? Ja. Aber hin und wieder killt er halt einen von den Kleinen natürlich. So, ergo, wir haben auch wieder Plätze frei. Zack, zack. So bauen wir dann auch wieder zwei Dicke nach. Ich baue jetzt nur noch Dicke, weil die sind dick und die Kleinen, die hin und wieder sterben, die sterben dann halt. Das klingt zwar böse, aber so ist das. Ihr seid auf mich angewiesen. Ist da schon wieder einer? Ja, natürlich ist da schon wieder einer. Im Namen der Rache. Im Namen der Rache. Wie ihr befehlt. So, ich will da unten mal... Vorher. So. Damit die Nervensägen uns auch überhaupt nicht mehr auf den Keks gehen. Wie ihr befehlt. So, hier ist auch nichts mehr. Wir bleiben. Dieses Viech bewegt sich zum Glück sehr langsam. So. Im Namen der Rache. Wir müssen aber trotzdem hinterher. Wir bleiben im Verborgenen. Weil so langsam nähert sich das Ding unserer Station. Basis wird angegriffen. Doch gesagt, gut, dass wir hier ein Schild bauen, aber trotzdem gefährlich. Huch, wie kommt's denn jetzt? Das war jetzt... Ah, es ist so ein Ding kaputt gegangen. Darum haben wir gerade mehr, als wir dürfen. Ja, das ist aber kein Problem, weil wir da unten ja jetzt sowieso ein bisschen aufgeräumt haben. Faszinierend. Im Namen der Rache. So, positioniert euch hier. Faszinierend. Ich komme mit ihm nach. Weil da unten ist ja das letzte Ding. Und wenn ich da sowieso einen hinbaue, dann ist das ja okay. So, der lässt sich da sicher unten wieder beweihräuchern. Ach, der ist schon wieder da. Dieses Templerarchiv liegt verlassen da. Kalt ist die Leere. Nun gut. Beraku. Ich würde die jetzt hier schon am Anfang ganz positionieren. Wie ihr wünscht. Faszinierend. Dann stellt euch direkt hier vorne in den Weg, damit dann nichts mehr rauskommt von den Nervenkeksen. Hoher Templer. Templerarchiv. Unsere Befreiung ist nah. Hoher Templer. Wappnet euch, edler Krieger. Wir müssen uns heute einem grauenvollen Übel stellen. Psi-Infanterie. Hohe Templer sind mächtige Psi-Krieger, die ihre Mitstreiter mit ihren Fähigkeiten Psi-Sturm und Rückkopplung unterstützen können. Hohe Templer fügen aber keine herkömmlichen Angriffe. Sie können weitere Hohe Templer im Warp-Knoten herbeiwarpen.
So, die Krieger, die ich jetzt habe, sind auch alle da unten. Gut. Was ist euer Begehr? Ich würde mal sagen, gucken hier schon mal rüber. Wir bleiben. Das Ende naht. Niemand wird hier stehen. Ob das so klug ist, gegen alle gerade gleichzeitig zu kämpfen, ich weiß ja nicht. Hochheben ist sehr nervig, aber wir packen das schon. Also der kriegt erstmal wieder, wir können hier erstmal schön aufräumen, während der da unten neu gemacht wird. Ich bin jemand, der wirklich immer sehr gerne aufräumt, also wirklich nichts überlässt. Von den Eulen. Gut. Sind darin gefangen. Wir müssen sie unverzüglich aufbrechen. Nun gut. Wir bleiben in Verbindung. Wir haben die Fragmente der Prophezeiung in eurem Geist erkennen können, Zeratul. Wir werden unser Bestes tun, sie zu deuten. Der Kreis wird sich schließen. Die Xel'naga, die die Sterne schmiedeten, werden ihre Schöpfung überflügeln. Doch der Gefallene wird verbleiben. Dazu auserkoren, die Leere in Schatten zu hüllen. Es beginnt mit dem großen Hungernden. Und so endet es in absoluter Finsternis. Das wird sowieso das Ende von allem sein, wenn alles verbraucht und verbrannt ist, was es gibt. Ein großer Hungernder. Könnte sich das auf den Zerg Overmind beziehen? Hat auch er eine Rolle in dieser Prophezeiung? Ich muss die letzte Ruhestätte des Overmind aufsuchen. Auf unserer uralten Heimatwelt. Auf Ayur. Das wird ja spannend. Erfüllen Sie alle Missionsziele. Diese Mission ging. Die war okay. Also von der Schwierigkeit her. Es sind alle okay. Und alle spannend. Aber ich meine jetzt von der Schwierigkeit her. Wo ich ja manchmal was zu meckern habe. Aber dann nicht unbedingt. Das war okay. Okay. Neues Forschungsprojekt bei beiden. Okay. Guck ich gleich. Du siehst mitgenommen aus. Du hast ja wieder die Erinnerungen dieses Protoss angesehen. Sie umgeben dich wie eine Aura. Ich habe einen Hybrid gesehen. Irgendwas Abartiges. Das Biest hat versucht, die Protoss-Bewahrer zu verderben. Wer könnte es dahin geschickt haben? Wer kontrolliert so ein Ding? Der sie erschaffen hat. Und der eine war nur der erste von vielen. Dunkle Vorboten, Mann. Schon bald werden es mehr sein, als man zählen kann. Und Verzweiflung wird über die Sterne kommen. Woher willst du das alles wissen? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur, dass ich recht habe. Schön formuliert.
Verräte, Zauber und Schiefen sind zurück. Puls rasender Sound, der die Galaxie zum Beben bringt. Rockt ab zu Hits wie Tearing Up the Night. Another Hydralisk bites the dust. Saturday night's alright for New King. Every rose has its Thor. Auf Tour in ihrer Galaxie. Wisst ihr, warum das sehr lustig ist? Weil es den tatsächlich gibt. Der hieß mal eine ganze Zeit lang irgendwie, ich glaube, fing dann mal mit Level 80 oder direkt mit Level 90 an. Level 90 Elite, ne, Chieftain, Elektro-Taur und sonst was hier. Der hat Rock'n'Roll-Musik gemacht. Und den haben sie dann auf der vorletzten BlizzCon hat er sich umbenannt. Ich glaube, auf Level 95 dann. Oder war es sogar schon Level 100. Na, jedenfalls geht das um WoW-Level. Und hier sagen die ja jetzt Level 800, weil das ja auch ein paar hundert Jahre in der Zukunft spielt hier. So nach dem Motto, es wird halt noch zig Erweiterungen von World of Warcraft geben. Und das finde ich ist eine sehr lustige Anspielung. Muss ich einfach mal so sagen. So, bevor ich hier jetzt aber versacke in der Bar, schaue ich mir nochmal eben hier alles an. Was ist mit Swan? Was ist los, Cowboy? Du siehst in letzter Zeit irgendwie mitgenommen aus. Mitgenommener als üblich, meine ich. Ich hab zurzeit einfach viel um die Ohren, Swan. Du kennst das ja. Ja, klar. Weißt du, du könntest einfach mal ab und zu die Finger von der Pulle lassen und dich ordentlich ausschlafen. Danke, Mutti. Ich geh mir dann mal ein Glas Milch holen. Er meint's ja nur gut. Ich weiß nicht, warum die ihr jedes Mal das hier anzeigen, weil bringt ja nichts. Ich kann mir im Moment ja nichts kaufen. So, wie sieht's auf der Schiffsmesse aus? Brücke, meinte ich, Brücke. Horner? Willkommen zurück, Sir. Was konnten Sie diesmal durch den Kristall herausfinden? So offensichtlich, was? Teratul brachte die Fragmente der Prophezeiung zu einer Art Tempel oder Bibliothek. So ein Mittelding aus beidem, schätze ich. Aber dieser seltsame Protoss-Zerg-Hybrid hatte den Ort bereits übernommen. Sie meinen, so eine Art verseuchter Protoss? Nein, das hatte mit Verseuchung nichts zu tun. Eher als hätte jemand die Stärken beider Spezies genommen und sie in einer einzigen vereint. Eines sage ich dir. Wenn es diese Dinger wirklich gibt, stecken wir tief in der Scheiße. Oh ja, wenn man bedenkt, dass das ja alles nur Kolonialwelten sind, weit, weit weg von der Erde, ne, von der Urerde der Menschen, quasi von, ja, wie heißt die Erde wohl für außerirdische Terra von Erde, ne, weiß ich nicht, ob die Terra heißt, oder wie kann man die sonst nennen, gibt es da noch alte Worte für Erde, vielleicht Gaia, ne, so. Weil Gaia ist ja quasi die Urgöttin gewesen, eine der ersten, die es in allen möglichen Religionen gab, die halt ne für die Erde steht. Man wird's sehen. So, ich gucke mal. Labor. Okay, hier haben wir jetzt wieder einiges zu gucken. Protoss-Tank, was macht der denn mittlerweile? Vielleicht überschreite ich damit ja die Grenze des wissenschaftlichen Arbeitens, aber ich glaube, dass dieser Kristall, wenn schon über kein Bewusstsein, dann zumindest über eine Art Eigenleben verfügt. Ich habe gestern Nacht einen der defekten Nanofabrikator in seinen Tank gelegt und heute ist er repariert. Und er kann Dinge, die er eigentlich nicht können sollte. Wenn dieser Fabrikator so einfach zu reparieren war, dann sollte ich fantastische Ergebnisse mit automatisierter Reparatur erzielen können oder sogar mit beinahe augenblicklicher Herstellung von KI-Waffen. Endlose Möglichkeiten. Es hat draußen übrigens gerade geknallt, das hat es gestern aber auch schon. Nicht wundern, es ist ja übermorgen Silvester und wir wissen ja, wie Menschen so sind. Die können halt immer nicht abwarten, ne? Können sie nämlich nicht. Also, zu einem weniger euphorischen Thema. Die in der Kristallmatrix gespeicherte Energiemenge hat sich nicht erhöht, obwohl der Kristall weiter wächst. Aha. Also muss er diese Energie irgendwie abstrahlen und irgendwo hin. Ja, weiß ich nicht, vielleicht nutzt er, weiß ich nicht. Vielleicht will er die Energie ja jemandem vermitteln und als Dank dafür, dass die Energie hier benutzt werden darf, hilft er bei sowas wie zum Beispiel diesen Reparaturen oder so. Zerg-Tank.
Die Serg-Bioprobe hat einen neuralen Kortex entwickelt. Ich habe bemerkt, dass sie auf externe Stimuli reagiert, wenn auch auf verstörende Weise. Wenn sie meine Anwesenheit spürt, hält sie inne. Versucht sie, sich totzustellen? Kann sie auf dieser Bewusstseinsebene reagieren? Mir ist schon aufgefallen, dass die Alpha-Aminosäuren der Zerg einzigartige R-Gruppen besitzen. Ich habe einige einer vollständigen Untersuchung unterzogen und die Ergebnisse sind beeindruckend. Zerg-Aminosäuren können totes Zellgewebe mit normalen Proteinen kombinieren, um neue Zellen zu synthetisieren. Sie leiden nicht unter generationsbedingtem Zellverfall. Einfach ausgedrückt, ein Zerg wird nie an Altersschwäche sterben. Sie können sich immer wieder erneuern, wenn auch mit sich radikal verändernder Zellstruktur. Also ist das bei denen quasi wie bei einigen Quallen, weil Quallen können das auch. Die sterben auch nicht an Altersschwäche. Wir Terraner können uns dieses Prinzip niemals zunutze machen. Das Resultat wäre schrecklich, aber ich frage mich, ob ich Serggewebe mit einigen unserer Metalle verschmelzen kann, um Strukturen zu erschaffen, die sich heilen können. Der Prozess wirft als Nebenprodukt auch eine Menge Energie ab. Ich sollte zusehen, dass ich diese Energie nutzbar mache. Also eigentlich ist der Kerl schon echt Gold wert, was der hier alles an Forschung ermöglicht, ne? Und danach können wir also, egal wie viele Missionen wir bestehen und wie viel Forschung wir bekommen, nur noch, zweimal forschen. Hups, hupsi. Dann haben wir ja bald alles geschafft. Vielleicht war es nicht so gut, dass ich alles immer eingesammelt habe. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Raven, das Stützungseinheit, die Titane ab. Aha. Der Raven ist eine unbemannte Überwachungsdrohne, die getarnt und eingegrabene feindliche Einheiten aufdecken kann. Der Raven kann auch als Feldingenieur dienen, indem er automatische Geschütztürme, Verteidigungsdrohnen, zielsuchende Raketen in strategisch wichtige Gebiete einsetzt. Mhm. Oder das Forschungsschiff. Wir haben eine einzigartige Version des Forschungsschiffs geschaffen, das auf Entfernung... Aha. Die Außenhülle befreundeter mechanischer Einheiten reparieren kann. Diese Version des Forschungsschiffs kann einzelne Ziele bestrahlen. Aufdecken. Okay. Also sich gegenseitig heilen ist natürlich super. Ha. Okay. Deckt getarnt und eingegrabene Feinde auf, kann feindliche Einheiten bestrahlen. Und repariert sich dann auch noch wieder. Das ist natürlich eigentlich immer, ne? Im Vergleich zu dem hier. Geschütztürme absetzt ist natürlich toll, aber... Ja. Was ist sinnvoller? Die Geschütztürme können auch wieder zerstört werden. Und jeder kann sich ja nur wieder ein oder zwei Geschütztürme aufbauen, ne? Und die Dinger, die reparieren sich ja sogar automatisch. Das heißt, wenn man genug davon, die man dann daherfliegen hat, sind die quasi nicht zu zerstören. Die hier allerdings, das kann ja wieder kaputt gemacht werden, was sie da absetzen. Also ich wäre für das Forschungsschiff. Ne? Machen wir das. So, was haben wir hier? Zellularreaktoren oder regenerative Biostrahlen. Upsala, was ist das denn? Spezialeinheit mit 100 mehr Energie und 100 auf maximale Energie. Dieser Reaktor bietet zu Anfang eine gewaltige Energiereserve und kann viel größere Ladung halten. Unsere Spezialeinheiten können ihre Fähigkeiten jetzt einsetzen, sobald sie das Schlachtfeld betreten und können mehr Energie speichern, wenn sie längere Zeit untätig sind. Okay. Spezialeinheiten sind Einheiten, die Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Sanitäter, Ghosts und Raumjäger. Hm. Nicht schlecht. Und das hier? Schiffe und Fahrzeuge regenerieren langsam Trefferpunkte. Die Oberflächen unserer Schiffe und Fahrzeuge bestehen aus einem Material namens regenerativer Biostahl. Ach, Stahl, nicht Strahl. Dieses Material setzt interne Nanobots ein, die bleibende Schäden an der Ummantelung langsam reparieren. Obwohl dieser Regenerationsprozess bedeutend langsamer als die konventionelle Reparatur durch WBFs ist, kann er den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, wenn keine zur Verfügung stehen. Das, finde ich, ist eindeutig besser.
als dass die da ein bisschen was einspeichern können. Also dauernd, alles heilt sich dauernd selbst so an Fahrzeugen, das ist natürlich genial. Das machen wir. Und bevor ich mir den Kristall jetzt wieder anschaue, sag ich erstmal tschüss, ne? Also ich muss gerade überlegen, 2, 12, 22, 32, ja. Diesmal waren es nur 45 Minuten. Wir steigern uns ja, beziehungsweise eben nicht, ne? Mit der Zeit müssen wir auch mal ein bisschen haushalten. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal alle Zeratul-Missionen. Ich gucke auf die Uhr, es ist 7 Uhr. Ich habe erst überlegt, ob ich mir noch Knallkram hole. Die haben ja nur noch 2 Stunden offen. Aber soll ich mir Knaller holen? Ich bin an Silvester nicht hier. Ich werde an Silvester nicht rumknallen, auch wenn es lustig ist, sage ich mal. Ich habe außerdem noch Knaller da von vor einem Jahr, von vor 2 Jahren, alle möglichen, aus allen möglichen, keine Ahnung. Manche habe ich schon ewig und 3 Tage. Und das wird ja auch nicht schlecht, das Zeug. Ganz im Gegenteil, schön trocken ist es mittlerweile wahrscheinlich. Ist halt schön verwahrt in der Besenkammer bei mir in der eigenen Kiste. Ich habe echt noch genug Knaller. Da würden andere sagen, da kannst du ein ganzes Silvester mit überstehen. Also von daher glaube ich, lasse ich das dieses Jahr einfach mit Knaller kaufen. Ich benutze sowieso nicht. Und ich glaube, ich bin mittlerweile so ein bisschen raus aus diesem ewigen Rumgezündel und Rumgepyrotechnik. Es ist lustig, aber auch, es ist, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Alles wird irgendwann mal langweilig. Wenn ich jetzt nicht irgendwelche Polenböller finde, die irgendwie ein Loch ins Feld reinjagen oder einen Baumsturm spalten können, was ich teilweise im Internet schon gesehen habe, dann, ne? Ja, da brauchst du auch keine Angst haben, dass dir der Finger wegfliegt. Wenn du die Dinger in der Hand zündest, bist du komplett weg, ne? Was ich da so an ausländischen Böllern schon so mitgekriegt habe. Voll geil eigentlich. Ich sag jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder und bis dahin, tödelö.